Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3 mit unserem Freund Claude und wir machen heute, oder legen heute los mit der ersten Mission des guten Dis Donald auf die Befreiungsaktion. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Wir sollen auf jeden Fall jemanden befreien. Und dann Wagen der Kriminale kommst du in ihren Unterschlupf im Norden. Mit Fort Zorn findest du einen. Okay, wir müssen also erstmal ein Auto finden. In der Nähe der Baustelle würde ich sagen. Da soll es ja angeblich welche geben. Überraschung. So, hier sollen wir uns mal ein Auto jetzt besorgen, wie gesagt. Ja, die sollen hier halt irgendwie gefangen gehalten werden. Sie brauchen diesen blauen Jeep, den ich ja schon mal hatte. In der Nähe dieser Baustelle, da muss noch einer sein. Jetzt muss, hier ist Fort Staunton. Also sollen wir hier irgendwo diesen blauen Jeep finden? Nein, der ist es nicht. Nehmen wir den hier. Rette den alten asiatischen Gentleman. Ich glaube, das war gerade ein Kopf, oder? Nur so nebenbei. Die Kopf interessiert mich gerade gar nicht, dass die auch paar Leute einfach geschossen wird. Aber mich interessiert es auch nicht. Ich muss jetzt mal die Jungs da weg. Okay.
So. Ist jetzt Ruhe oder ist er noch wieder jetzt irgendwo unterwegs? Nummer 4. Glück gehabt. So. Ist die Garage das hier oder was? Scheiße! Das war mir schon klar. You're gonna be sorry! Und dann bist du tot. Mann! Nein! Na oh Mann! Nein! Jetzt muss ich das nochmal neu machen. Na super. Ist das so kurz manchmal. Zu besorgen unterwegs. Guck mal, was da schon angelaufen kommt. Halt den. You big dumb Yankee boy. This is my car, idiot. So. Verdammt, wir haben ihn. Ich muss weg. Nochmal versuchen. Das sollte eigentlich jetzt funktionieren, hoffentlich. Ansonsten werde ich hier einen Folgenbreak machen. Also es wird definitiv der letzte Versuch, ob das klappt oder nicht klappt. So, wir probieren es nochmal mit der Befreiungsaktion, liebe Leute. Das hat ja wunderbar funktioniert eben gerade, aber irgendwie doch nicht. Naja, wie dem auch sei. So, wir brauchen erstmal ein Auto, das der Kolumbianer auch, guck mal, welcher Zufall, da steht hier eins. Rette den Asiatischen auf Sack. Genau, ich fahre dir in die Karre und du fährst sofort weiter. Ich hab ja mal die Rüstung. Ich mach das jetzt gleich anders. Ich werde mich, wenn ich jetzt wirklich das nochmal so schaffe, wie ich das eben hatte, wenn ich wirklich damit 11 Leben stehe, dann fülle ich immer meine komplette Rüstung auf im Cheat und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Weil das war das Problem gerade, weil uns fehlte die Rüstung. Naja, wir probieren es einfach nicht. Irgendwie muss es ja auch nicht klappen. Dann wird die Folge heute mal ein bisschen länger. Sniper die jetzt schon weg, das wäre gut. Das wäre, glaube ich, gar nicht mehr so eine dumme Idee. Ich hoffe, dass die jetzt nichts machen.
gerade hoffentlich nicht. So, ich habe schon mal 4 Mann weg. Warte mal, der war in der anderen Garage. Dann versuche ich es mal. Versuchen wir mit dem Trick, ob es funktioniert. So, okay, der scheint mal nicht zu funktionieren. Ach, guck mal, den habe ich schon geholt. Das würde mich jetzt. You're gonna be sorry. You build. Okay, der. Hä? Das ist ein alter Sack. Welche Garage ist denn der? So, her damit. Glück gehabt. Hier, komm her. Bring den alten Asiaten zu Love. Dann nehmen wir auch ein frisches Auto, weil wer weiß, was da passieren kann. Das Auto werde ich natürlich safen. So, der alte Asiat ist abgeliefert, wir sind durch. Na komm, Alter, mal gibt's mal. 40.000, warum nicht? So, gut, dann sind wir für heute schon durch. Hoffe, dass ich immer auf Anhieb alles kommt mit der Mission, so wie ich das gerne hätte. Aber ja, diese Mission wäre extrem nervig. Das wird wahrscheinlich nochmal eine werden, die einfach eine nervige Mission werden. Aber schauen wir mal, wie viele noch da so unterwegs sind. Also, wir haben abgearbeitet. Das heißt, wir kriegen auch, das kann ich euch auch schon mal versprechen, demnächst das dritte Stadtgebiet, also das letzte. Ich glaube nicht, dass das schon die nächste Mission ist. Ich glaube, das ist die übernächste Mission. Übernächste oder danach die. Dann haben wir das letzte Stadtgebiet aufgehalten. So, ich fahre jetzt, auch schon mal. Ich fahre die Karre jetzt kurz abspeichern, dass wir das zumindest haben. Weil ich glaube, wir brauchen mal für jede Mission so eine Kolumbianer-Karre. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich die 4 schon mal weggeholt habe. Oh, wir hatten da den Panzer drin gepackt, liebe Leute. Ich hab sie. Ich hab den Panzer da. Ich brauch die Karre denn nicht. Den Panzer ist weg. Ich bin wieder scheißegal gerade. Oh, oh. So, ich packe den Panzer mal hier. Ups. So, Auto kurz einmal safen. Wo wir gerade bei Speichern sind, das mache ich jetzt mit der Mission, mit dem Links auch.
kurz das da und das da und dann sind wir hier durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Ja, und dann gucken wir, was der gute Donald Love noch so für uns hat, ne? Bis dann und tschüss.